Ja, hallo Leute, hier ist der Lower Coach. Lower, the Law of Attraction, das Universum, Gesetz der Anziehung. Das, was du selbst aussendest mit deinen frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, erzeugt Vibrations. Dein Körper, deine Körperzellen, deine Mitmenschen und deine Umwelt reagieren entsprechend daraus, geben dir ein Feedback auf deine eigenen Vibrations. Erkenne dich selbst in deiner persönlichen Realität, in den Gesprächen, die du führst, in den Zustand deines Körpers, in den Begebenheiten deines Alltags. Erkenne dich selbst, du setzt Vibrations aus und deine Umwelt reagiert darauf. Erkenne deine eigenen Vibrations. Ich möchte heute einen idealen Tag beschreiben. Während du schläfst, stellt sich deine Realität auf Null. Du startest jeden Morgen völlig neu. Solange du nicht die negativen Dinge von deinen Vortagen in den heutigen Tag nimmst, können sie dich nicht wirklich berühren. Du startest jeden Morgen völlig neu, sei dir dessen bewusst. Wenn du aufwachst in der Früh, beginnst du bei Null und starte sofort mit Dankbarkeit. Sei dafür dankbar, dass du ein weiches Bett hast, in dem du liegst. Sei dankbar dafür, dass du eine Wohnung hast oder ein Haus. Sei dankbar dafür, dass die warme Decke, die dich einhüllt. Sei dankbar dafür, wie weich die Matratze ist, in der du liegst. Fühl dich hinein, genieße. Lass dir eine Viertelstunde Zeit, bevor du aufstehst, und übe dich in Dankbarkeit und Genießen und in Wertschätzung. Wertschätze dein Bett. Es gibt zu viele Menschen, die haben nicht mal ein eigenes Bett. Wertschätze, dass du ein warmes, bequemes Bett hast, in dem du aufwachst in der Früh. Wertschätze das. Fühle, wie sich das gut anfühlt für deinen Körper. Finde eine Position, die frei von Schmerzen ist. Wenn du schon längere Schmerzen gehabt hast, finde eine Position, wo du einfach frei von Schmerzen sein kannst, oder fokussiere dich auf etwas anderes, fokussiere dich auf Wertschätzung. Finde einen Moment des Wohlbefindens, der Zufriedenheit. Übe dich in diesen Moment, finde Gedanken, die sich gut anfühlen. Finde einfach ein wohliges Gefühl, du kannst das finden, bevor du richtig zum Denken beginnst, bevor du aufstehst. Übe dich jeden Morgen nach dem Aufwachen eine Viertelstunde in Wohlsein und in Dankbarkeit und in Zufriedenheit. Und dann stehe mit dem richtigen Fuß auf. Man sagt, man steht mit dem richtigen Fuß auf, man steht mit dem falschen Fuß auf. Mit Menschen, die grantig den Tag herumlaufen, sagt man, er ist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und das kann wirklich so sein, wenn du dir nicht eine Viertelstunde nach dem Aufwachen Zeit nimmst, um dich in ein wohliges, zufriedenes, wertschätzendes, dankbares Gefühl hineinbringst, dann ziehst du negative Dinge an in deinem Alltag. Darum übernehme Verantwortung für
für die ersten Momente nach dem Aufwachen und schau, dass du dich in Dankbarkeit, in Wohlsein und in Zufriedenheit übst, eine Viertelstunde lang. Und dann stehe auf, mache deine Toilette, wasche dich, putz dir die Zähne, mach dir etwas Gutes zu essen, das dir schmeckt. Und dann, bevor du noch deinen Computer checkst, bevor du noch dein Telefon checkst, bevor du noch deinen Terminkalender checkst, setze dich auf einen bequemen Sessel und meditiere eine Viertelstunde lang. Lass deinen Geist ganz zur Ruhe kommen. Fokussiere dich auf deinen Atem, fokussiere dich auf eine brennende Kerze, fokussiere dich auf die Klimaanlage, die läuft, fokussiere dich auf eine gute Melodie, die du dir aufgelegt hast im iPod. Schenke dir jeden Morgen diese Viertelstunde Meditation. Lass deinen Geist zur Ruhe kommen. Verbinde dich mit deiner Quellfrequenz. Fühle, wie deine Quellfrequenz dir bedingungslose Liebe und Wertschätzung zufließen lässt. Wohlsein, Frohsinn und Dankbarkeit und Freude. Öffne dich für dieses Wohlsein deiner Quellfrequenz. Schenke dir jeden Morgen diese Viertelstunde. Wenn du spürst, wenn du dieses wohlige Gefühl spürst, dass du im Einklang bist mit deiner Quellfrequenz, erst dann starte in deinen Tag. Erst dann schau auf deinen Computer, erst dann schau deine Termine und rufe deine Mitmenschen an. Erst dann gehe aus dem Haus. Und wenn du aus dem Haus gehst, dann übe dich in Wertschätzung. Wertschätze die Wohngegend, in der du wohnst. Wertschätze den Baum vor deinem Haus oder vor deiner Wohnung. Wertschätze die grüne Wiese. Wertschätze die Blumen am Wegesrand, wertschätze das Gasthaus in deiner Nähe, wertschätze den Supermarkt in deiner Nähe. Finde Gründe für Wertschätzung und Zufriedenheit. Fokussiere dich auf die Dinge, die du wertschätzen kannst, und du ignoriere die anderen Dinge einfach. Lass die anderen Dinge einfach sein. Sage dir, ich will mich gut fühlen. Ich will mich auf die Dinge fokussieren, die ich wertschätzen kann. Und dann gehe durch deinen Alltag. Und wenn dich irgendetwas rausbringt aus deiner Wertschätzung und deinem wohligen Gefühl, dann richte deinen Fokus sofort wieder auf etwas, das du wertschätzen kannst. Du entscheidest über deinen Fokus. Du selbst entscheidest über dein Gefühl. Niemand hat die Macht, deinen Fokus negativ zu beeinflussen und dein Gefühl negativ zu beeinflussen, wenn du ihm nicht die Macht dazu gibst. Sei du selbst der dominante Teil deiner Welt, der sich für Wertschätzung einsetzt, für Wohlsein, für Zufriedenheit, für Dankbarkeit. Wenn du dich auf Wertschätzung fokussierst, kommst du immer wieder in deine Mitte, auch wenn dich jemand aus Unachtsamkeit deiner selbst rausgebracht hat, aus deiner Mitte und deiner Schwingungsfrequenz mit deiner Quellfrequenz. Wenn dich jemand rausgebracht hat, dann übe dich in Wertschätzung. Du kannst auch ein Nickerchen machen, gutes, ein kurzes Nachmittagsschläfchen, damit du mit der neu starten kannst. Oder du kannst innerhalb des Tages eine kleine Meditation
machen, dich wohin setzen, dich in einen Park setzen und den Vögel zwitschern lauschen und dich wieder in Einklang bringen mit deiner Quellfrequenz. Findest immer Möglichkeiten für Wertschätzung, wenn du offen bist für Wertschätzung. Du findest Wege, um dich wohlzufühlen. Auch wenn du in einer Gefängniszelle sitzt, hast du vielleicht ein Fenster, wo Licht reinkommt. Dann setze dich vor dieses Fenster und übe dich in Dankbarkeit für dieses Licht, das beim Fenster reinkommt. Wenn du eine weiche Matratze hast in deiner Gefängniszelle, dann wertschätze die weiche Matratze in deiner Gefängniszelle. Wenn du dich wohlfühlst in deinem Körper, dann wertschätze, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper. Es gibt so viele Menschen, die chronische Schmerzen generiert haben und den ganzen Tag irgendwie mit Schmerzen herumlaufen. Aber auch wenn du den ganzen Tag mit Schmerzen herumlaufst, finde Momente, wo du schmerzfrei bist, vielleicht Momente, wo du irgendetwas wertschätzt, wo du dich über irgendetwas freust und merke diese Momente, wo es dir trotz aller Schmerzen doch auch gut geht und fokussiere dich auf diese Momente, wo es dir gut geht. Und du wirst dich mehr und mehr öffnen für Gesundheit und Freiheit vor deinen Schmerzen. Gerne helfe ich dir als Lower Coach dabei, durch deinen Tag zu kommen mit Zufriedenheit, Wertschätzung und Dankbarkeit. Wenn du dich am Abend ins Bett legst, übe dich wieder in Wertschätzung und Dankbarkeit und Zufriedenheit, egal wie dein Tag verlaufen ist. Und schau, dass du in Zufriedenheit einschlafst. Dann fällt es dir in der Früh leichter, mit Zufriedenheit und Dankbarkeit aufzuwachen. Und bedenke, du bist. Beginnst jeden Tag bei Null. Solange du nicht die negativen Dinge aus den Vortagen mit hineinnimmst, startest du völlig neu. Du kannst völlig neu starten, jeden Tag. Übe dich in Dankbarkeit. Schenke dir diese Viertelstunde in deinem Bett, wo du dich in Dankbarkeit übst nach dem Aufwachen. Schenke dir eine Viertelstunde in einem bequemen Sessel, wo du meditierst, am besten in der Früh. Schenke dir ein Nachmittagsschläfchen, wenn du Zeit dazu hast. Schenke dir einen Spaziergang im Wald. Nimm dir Zeit dafür. Schenke dir Augenblicke in einem Park. Schenke dir schöne Momente, schenke dir etwas Gutes zum Essen, schenke dir Schokolade, schenke dir einen Schluck Wein, schenke dir ein Eis im Sommer, schenke dir Kleinigkeiten, es können Kleinigkeiten, es muss gar nichts kosten, schenke dir ein warmes Bad. Schenke dir selbst Blumen. Schenke dir ein Lächeln, wenn du in den Spiegel schaust. Übe dich in Dankbarkeit. So verbringst du den idealen Tag. Und bedenke, hast du einmal einen schlechten Tag, du kannst am nächsten Tag völlig neu bei Null starten. Melde dich, ich coache dich gerne ein paar Wochen, damit du wieder mehr in Zufriedenheit, Dankbarkeit und Freude und Wertschätzung kommst. Denn das ist deine natürliche Schwingung. Das ist deine angeborene Schwingung, die du jederzeit wieder generieren kannst.
für die du dich jederzeit wieder öffnen kannst. Melde dich bei mir, ich coache dich gerne ein paar Wochen. Ciao.